Die vergessene Legende Berko Acker. Berko Acker wurde am 14. März 1945 in Zwickau geboren. Am 19. März 1945 überquerten 177 amerikanische B-17G Flying Fortress die Stadt von West nach Ost, warfen dabei einen Teil ihrer Bomben, wendeten und flogen ein zweites Mal von Nordost nach West die Stadt an. Bereits im Alter von 10 Jahren spielte Berko in dem DEFA-Sportfilm Drei Mädchen im Endspiel mit. Aufgrund seiner sportlichen Erscheinung verkörperte er in der Folgezeit mehrfach sportliche junge Männer und Väter. Acker absolvierte sein Schauspielstudium an der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Babelsberg. Neben diversen Film- und Fernsehproduktionen hatte er von 1968 bis zu seinem Tod ein Engagement als Schauspieler an der Berliner Volksbühne. Berko Acker verstarb am 1. Dezember 1978 im Alter von nur 33 Jahren nach einem häuslichen Unfall, bei dem er einer Gasvergiftung zum Opfer fiel. Ein Mitarbeiter der Volksbühne Berlin erinnert sich heute noch an diesen tragischen Verlust. Am Vorabend der Premiere fiktiver Report über ein amerikanisches Popfestival, Premiere am 1. Dezember 1978, gab es nach der Generalprobe eine Party in Berko Ackers Wohnung im Prenzlauer Berg. Durch offensichtlich unglücklichen Umstand hatte sich ein Gaszuleitungsschlauch gelöst. Infolgedessen trat Gas aus und Berko ist quasi im Schlaf vergiftet worden. Die Premiere hat dann trotzdem wie geplant stattgefunden. Karl-Hermann Risse übernahm seine Rolle. Berko Acker liegt auf dem St. Elisabeth-Friedhof in Berlin-Mitte begraben. Möge er in Frieden ruhen. Hat dir dieses Video gefallen? Vergiss nicht zu abonnieren, zu kommentieren und einen Daumen hoch zu geben. Drück die Glocke, damit du nichts mehr verpasst!